Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Wir haben gerade, das letzte Mal haben wir aufgehört, als zwei gleichzeitig gestartet haben. Mehr oder weniger. Und zwar Preußen gegen Mecklenburg-Vorpommern. Und auf der anderen Seite bei der Sizilien und Modena, wobei Modena von quasi jedem anderen in Italien unterstützt wird. Nur die Toskana hat gesagt, nee, aber die Toskana wollen wir nicht. Das heißt, ich nehme fast an, nachdem wir teilweise mobilisiert haben, dass der Konflikt von alleine zu Ende geht und die Toskana sich aushält oder auszieht aus dem Konflikt. Der andere Konflikt nehme ich auch an, dass ohne irgendwas vorbeigehen wird, weil Frankreich sich in den Konflikt hineinziehen hat lassen. Das heißt, es wäre Preußen gegen Frankreich. Und wenn Preußen bis hier herüben nicht zurückgezogen hat, werden wir auf jeden Fall auch einsteigen in das Ganze gehen und auch hier weiter mobilisieren, noch ein paar Truppen und die dann quasi nach Mecklenburg-Vorpommern schicken. Jo, das ist der Plan im Großen und Ganzen. Russia begins conscription. Ah ja, wenn Sie meinen. So, Socialism haben wir. Minus ein Minimum Expected Standard of Living from Literacy und plus 2 Maximum Workplace Safety Institution Investment. Okay. Wir rein theoretisch machen, wenn wir es könnten. Also wenn wir irgendwas in diese Richtung investiert hätten. Unsere Regierung besteht noch immer aus den Konservativen. Und dementsprechend werden wir nichts machen. Child Labor laut. Irgendwie nett, wenn wir das loswerden würden. Das wäre irgendwie. Compulsory Primary School wäre ganz nett. Vielleicht hätten wir die Trade Unions doch in die Regierung nehmen sollen. Das hätte zwar ein wenig was gekostet, aber dann hätten wir zumindest das machen können. Dagegen sind die Aristokraten nicht, also hätten wir es auch machen können. Wie gesagt, wir machen nichts, was die Aristokraten nicht mögen. Und nicht aktiv, um die Aristokratie zu schwächen. Allein die Industrialisierung macht das ganz von alleine. Das ist lustig. Am Anfang hatten wir fast 40% Macht bei den Aristokraten und über 10 bei der katholischen Kirche. Unfassbar. Jetzt haben wir 1866, also erst 20 Jahre im Spiel. Nein, 30. Ja. Also 18. Ja, ich überlege gerade, ob ich sowieso automatisch mehr. Nein. Da noch diese 26.000. Höre ich dann runter da. Sollte der Krieg wirklich anfangen? Können wir bitte einfach. Ah, vielleicht muss ich mehr mobilisieren. Verdammt. Wo sind diese Typen da eigentlich? Ah, I see, die haben einfach keinen Dings, die haben einfach keinen Heerführer. Deswegen sind sie in Reserve. Experience Offensive Planner und Defensive Strategist. Gut, besser als der Intelligenzia-Mensch auf jeden Fall. Wir wollen die Intelligenzia nicht noch stärker machen, als sie schon sind.
So, passt. Das heißt aber, du bist gleich mal berührt. Und die wirklich einfach. So, würde man die Grenze da verstärken. Ah, ist genau. Diesen Kern hier werden wir auch mobilisieren. Schauen wir mal, ob ihn das nicht dazu bringt, dass er doch noch aufgibt. Das Problem ist, derzeit ist er da stark, fast gleich stark wie wir. Komm, bei der Sizilien, du kannst ruhig aufgeben. Mit Buck. Wenn wir da in den Konflikt reingehen, wird Preußen dann aufgeben. Ich hoffe es doch. Mobilisieren und an dieser Grenze angreifen. Ah, wisst ihr was? Wir sind einfach alle. Sind nur noch die zwei. Du greifst dann hier an und du greifst dann hier an. So, jetzt verlieren wir auch Geld. Kann man jetzt, da kann man jetzt auch nichts machen. Beduinen migrieren, finde ich auch okay. Schauen wir mal. Echt, ihr habt nicht. Ihr bitte, ich will mit euch nicht Krieg führen. Wappler. Wir nehmen euch sowieso auseinander. Preußen seid ihr wenigstens bescheid. Oh, warte mal, wen haben wir zum Supporten gekriegt? Skandinavien erneut. Oh, ich hasse euch. Skandinavien, seid ihr doof? Seid ihr einfach nur doof? Wahrscheinlich. Na gut, dann sind wir halt weg. Denn mit beiden Linien sollten wir relativ schnell gewinnen und den gegen Preußen. In Wirklichkeit auch. Mittlerweile sind die so schwach. Sollte echt kein Problem mehr sein. Kann natürlich sein, dass sie. So, gleich ist es soweit. Okay, gut, passt. Pause. Jetzt machen wir mal als erstes du hier. Machst mal eine Landung in Apulien mit den Alpen. Du hier. Achso. Machst ein Raid Convoys hier. Du. Ja, nein, du nicht. Wartest, dass du das anlanden kannst. Hier. Machst auf Endfront. Und hier. Damit wir mehr Leute haben.
So, jetzt machen wir mal. Schauen wir mal, wie die Kampfverhältnisse sind. Okay, das ist leider Modena, der den Angriff führt und nicht wir. Das ist natürlich schlecht. Aber in Wirklichkeit gewinnen wir den Krieg sowieso über die Anlandung. Der Computer ist ziemlich, also ich weiß nicht, ob der Computer jetzt Ende ist mit dem letzten Patch 1.06. Gibt es einen Patch mit etwas Glück? Ist etwas klüger geworden, was Anlandungen betrifft. Ah, und die Preußen haben eh aufgegeben. Das finde ich nett von ihnen. Das dachte ich mir, dass die Preußen aufgeben werden. Die hätten mehr zu verlieren gehabt als leider Sizilien. Das liegt daran, dass Modena nicht so viel gefordert hat. In Wirklichkeit war es für sie wurscht. Wenn sie den Krieg gewinnen, gewinnen sie ihn. Und wenn sie verlieren, verlieren sie nicht mehr, als wenn sie aufgegeben hätten. Das ist das Problem. Oh, lauter Leute. Okay, was soll's? Ich nehme mal an, dass beide Sizilien praktisch aufgesetzt hat und das. Sollte es nicht so sein. Was? Wir verlieren unseren Einfluss auf Zentralamerika? Wie kann das sein? Yay, wir haben die Kamera. Mehr Prestige. Ich habe Kamera erforscht. Okay. Schauen wir mal, was müssen wir eigentlich erforschen, damit wir Floating Harbor, das war ein Port Max Level. Machen wir mal die Ironclad als nächstes. Weil, um ehrlich zu sein, ich will ein bisschen flottenmäßig stärker sein als die. Als die Elenden. Da haben wir einen Kampf. Passt. Aber den gewinnen wir. Da haben wir auch einen Kampf. Da sind wir definitiv stärkeren. Gut. Plus 20% Moral Damage finde ich auch gut. Aber ja, kriegt mehr. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie kann es sein, dass wir hier auch eine Front haben? Gut. Oh, du greifst gerade an. Du. Ja, okay. Diesen Kampf gewinnen wir eher nicht. Also, wir sind so ein bisschen stärker, aber wir haben schon um einiges weniger Truppen als sie. Den gewinnen wir dafür. Die Front. Das heißt, wir nehmen das Land total auseinander, quasi von hinten. Jaha.
Okay. Yay. Und schon haben wir den Krieg gewonnen. Okay, da ist jetzt ein Ereignis. Heinrich von Hesse worked out how to improve upon the invention of the repeaters. Focus on firepower. Oh, wir kriegen einen Bonus für Forschung, Handcrank Machine Gun oder Focus on Precision, Bolt Action Rifle. Okay. Schauen wir uns an. Was ist da drüben? Das ist Handcrank Machine Gun und Bolt Action Rifle. Was macht das? Es gibt einfach plus 5 auf Army Defense und plus 5% Rate. Das ist etwas, was wir einfach so dazugeben können. Und das macht unsere Arms Industry more efficient, könnte man sagen. Wollen wir bessere Produktion oder besseren Angriff? Nein, das sind 4000 Punkte. Ja, die Produktion. Watch. So, bei der Sizilien, ich hoffe, das war dir eine Lehre, dass du das nie wieder machst. Bad, bei der Sizilien. Bad, bei der Sizilien. Meistens dieser lange Kampf. Den haben wir tatsächlich noch gewonnen. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Aber ich nehme mal an, dass die Sizilianer ziemlich hinüber sind mittlerweile. Moralisch und everything else wise. Den Kampf gewinnen wir locker auch, ja. Ja, schon sehr schlechte Defense. Also in Wirklichkeit sollte das jetzt gleich vorbei sein. Und hopp, hopp. Wir sind die Guten. Wir machen, dass alles so bleibt, wie es ist. Alles so, wie es vorher war. Nur Preußen ist etwas schwächer. Also quasi so, wie es war, bevor der blöde Napoleon durch Europa gezogen ist. Da kann ich Schokoladen nebenbei. Während sie diesen Krieg gewinnen. Ich hoffe, wir haben einiges von deinem Land verwüstet. Ich
sehe gerade. Ein Construction Queue geht auch aus. Schauen wir mal auf den Markt. Ja, ich habe dazwischen wieder abgedreht, natürlich, sicherheitshalber. Und Elektrizität brauchen wir wieder. Diese zwei Sachen. Wir können gar nicht genügend Kleidung und Dings brauchen. Ah ja, stimmt, ich wollte die vergleichen miteinander. 260. Normalerweise plus 5. Und Möbel. Okay, passt. Machen wir das auf jeden Fall. Dann bauen wir den Engine auf Maximum. Dann, was brauchen wir noch? Engines. Langsam aber sicher sollte das besser werden. Fertilizer und Explosives. Und mal eine Chemical Plant. Oh, warte mal, da können wir was Besseres machen. Improve Fertilizers. Mehr Fertilizer. In Wirklichkeit brauchen wir das gar nicht. Fertilizers sind tatsächlich die billigeren von denen. Wie wir das letzte Mal festgestellt haben, wenn wir das besser machen und nicht die Dings besser. Mal schauen wir uns das nochmal an. Lombardei. Gut, jetzt machen wir das so. Wenn ich das da auf das stelle, haben wir noch immer nur 336 davon. So, dann schauen wir mal. 18 States in Turmoil. Okay, dagegen kann man jetzt nichts machen. Inactive Trade Routes. Gefällt mir nicht. Und wir exportieren da. Ja, machen wir trotzdem weiter, was soll's. Glas und Silk sind auch einiges zu teuer. Okay, Silk können wir ja schnell mal basteln. Zwei neue Silkplantagen, was haben wir noch gesagt, brauchen wir. Glas.
So, und wie ist das jetzt mit Luxuries? Na, Möbel bauen wir eh aus. Vasen bauen wir auch aus. Kleidung bauen wir auch aus. Kaffee, keine Ahnung, wo wir das herkriegen am besten. Und Wein, schauen wir mal, ob wir den noch mehr importieren können. Vom omanischen Markt, schau was an. Noch klappt. Und vom britischen Markt machen wir auch. Und von holen wir uns auch welche. Und weil wir noch immer zu wenig Schiffe verteilt haben, wieder, ne, nochmal die AI raus hier. Auf Stufe 6. Vielleicht weiter ausbauen. Also für uns ist diese Hafentechnologie ziemlich wichtig. Diese Gruppen, diese Sachen sind relativ schwach. Brauchen wir, glaube ich, keine Angst haben. Nationalismus wäre unangenehm. Gibt es das da irgendwo? Keine nationalistischen Versuche. Die Schweizer sind die glücklichsten. Die Norddeutschen nicht so. Oh ja, das ist noch glücklich. Doch da auf das Sortieren gegangen. Wieso schafft er das nicht? Okay. Majority Nation. Anzahl an Leuten. South German sind definitiv am meisten. Dann kommen die Ungarn, Norditaliener. Die sind eigentlich relativ glücklich, ne? Global Hungarian Turmoil ist circa so wie unser. Liegt vielleicht daran, dass wir die bei uns haben. Wir sind überall drüber. Autsch. Na, North German sind besser, tatsächlich. Die Preußen haben es geschafft, die North Germans zu vergrätzen und unsere Norddeutschen im Land mögen uns. Slowenisch ist genauso wie die Ungarn, eigentlich nur bei uns. Und die Schweizer sind bei uns auch glücklich. Aber die sind generell glücklich. Aber wir sehen keine Nation Formation. Also, ja. Das. Oh, Anhalt. Dadurch, dass es frei geworden ist, ist jetzt unseres. Das ist cool. Jetzt haben wir 14 von 30. Hatten wir nicht letztens auch schon 14 von 30? Haben wir irgendwas verloren? Schleswig-Holstein auf unserer Seite, schon was. Interessant. Oh, hallo, nicht mehr auf unserer Seite. Schau dir was an. Das ist das, was auf unserer Seite. Wieso? Ihr seid in unserem Markt, ihr müsstet uns lieben. Na gut, egal.
Ich glaube, das war's auch für heute schon wieder. Wir haben zwei Konflikte, einen kurzen Krieg hinter uns und wir haben unsere Wirtschaft quasi, wie sagt man, verbessert. Und eine halbe Stunde ist auch schon vorbei. Das heißt, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss euch.